guten Morgen und willkommen zurück auf dem Kanal von Foodspring. Ja, viele von euch wissen es vielleicht schon, ich arbeite nicht mehr als Polizeibeamtin. 12,5 Jahre Vollzeitjob habe ich nun gewechselt. Ich bin jetzt 100% selbstständig. Weshalb ich mir überlegt habe, ich nehme euch heute mal durch den Tag so mit und zeige euch, wie ich meinen Alltag, meine Alltagsernährung so gestalte. Also, let's go! So, als allererstes braucht unser Körper morgens wieder genügend Flüssigkeit. Da trinke ich 1 bis 2 solcher Wassergläser. Hier ist jetzt noch Limettensaft drin, Heidelbeeren, Granatapfelkerne, einfach für den Geschmack und für die positiven Nebeneffekte. Prost! Und danach gibt es noch 1 bis 2 Tassen Kaffee, manchmal mit Milch, manchmal ohne, also Hafermilch bei mir dann meistens. Heute mal schwarz. Ja, mit meinem ersten Kaffee gehe ich dann erstmal eine Runde an den Laptop, E-Mails, Nachrichten beantworten, den Tag strukturieren, schauen, was heute so ansteht, Workout kreieren und deswegen warte ich mit meiner ersten Mahlzeit dann ganz gern, bis ich mich bewegt habe. Ja, ich folge da auch keinem speziellen Fastenfenster, ich mache das einfach, wie es für mich am besten passt. Das heißt, wenn ich jetzt morgens doch mal irgendwie einen krassen Hunger verspüren sollte, dann esse ich durchaus auch mal 20 Gramm Nüsse, das hilft mir dann schon. Aber ansonsten fühle ich mich persönlich einfach wohler, wenn ich nüchtern trainiere. Ich habe auch genügend Power von der letzten Mahlzeit am Vortag und ja, mein Bauch ist flacher. Ich fühle mich einfach wohler, ich kann mich besser fokussieren und deswegen mache ich das so. So, jetzt kommt noch mein Topping. Das besteht dann einfach aus 20 Gramm Proteinmüsli, habe ich hier schon abgefüllt. Kommt hier rein in ein bisschen Mandelmilch, Granatapfelkerne und nochmal Whey, diesmal Geschmack Himbeer. Ich mag das, wenn es so ein bisschen fruchtig schmeckt. Jetzt rühre ich um und dann ist es auch fertig. Und ein bisschen Zitronensaft habe ich noch drin. So, für das restliche Topping habe ich jetzt hier noch ein bisschen Skyr mit Stevia ganz normal. Kommen jetzt noch die White Chia Samen rein von Foodspring. So, Topping habe ich schon drauf gemacht, also Himbeeren, Proteinpulver, Granatapfel, wie ihr seht. Hier jetzt noch das Skyr mit Chia Samen und dann kommt eigentlich nur noch ein bisschen Deko in Form von Apfel und Proteincreme, meine ich. Kommt auch gleich noch drauf. Okay, habe ich umentschieden. Wir machen Just Nuts drauf. Hier Cashew, Coconut, Datteln. Richtig lecker. Und das ist dann eben die entsprechende Fettquelle noch. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Okay, die erste Mahlzeit des Tages ist also mein Porridge. Eine ziemlich große Bowl, wie ihr hier auch in den Kalorienangaben seht. Das lasse ich mir jetzt schmecken und umso besser schmeckt es mir jetzt, weil ich jetzt schon ja, mich ein bisschen bewegt habe.
Also schmecken lassen. So, wir sind jetzt noch am Thumbnails-Shooten und dann gibt es natürlich einen kleinen Snack. Das sind übrigens meine absoluten Favoriten hier. Veganer Proteinbar Hazelnut Amaranth und eine super coole Erfrischung. Mag ich auch sehr gerne, die Sparkling Aminos. Nicht zu süß und vor allem kalt, ein wahrer Genuss. Prost! So, als Abendessen habe ich hier jetzt Eier vorbereitet, meine Proteinquelle, super wichtig, Lachs, ein paar Champignons und hier drüben, aber das kommt, die Eier kommen hier gleich noch drauf, 3 Scheiben Vollkornbrot, die sind sehr reichhaltig mit Frischkäse, Hummus, Käse und besonders wichtig ist mir immer, dass ich den halben Teller mindestens voll habe mit Gemüse, weil ich eben ja, gerne satt werde und volumenreich esse. So sieht das Ganze jetzt auf dem Teller fertig aus. Ich lasse es mir jetzt schmecken und ja, vielleicht war ja auch die eine oder andere Inspiration schon dabei. Ja, willkommen zu meiner letzten Mahlzeit. Gar nichts Großes jetzt hier. Skier haben wir jetzt hier mit ein bisschen Eis, Topping, Amaranth, Proteinmüsli von Foodspring, Kakaonips. Mengenangaben kann ich euch gerne hinschreiben. Ansonsten haben wir noch veganes Proteinpulver mit ein bisschen TK-Himbeeren und Wasser angemischt. Da liebe ich aber die Konsistenz, das Teigige. Ja, das lasse ich mir jetzt noch schmecken. Ansonsten nehme ich jetzt noch meine Supplements, meine Daily Supplements. Omega-3 fehlt jetzt hier leider, das ist gestern tatsächlich leer gegangen. Ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass es eine Inspiration war, heute meine neue Ernährung zu sehen. Sieht nicht jeder Tag bei mir gleich aus und ich habe heute zum Beispiel auch nicht warm gegessen, also groß, außer die Eier. Das ist auch nicht Standard bei mir, aber heute war es sehr warm und ja, hat sich dann so ergeben. Wichtig ist bei mir einfach nur, dass es schnell geht, dass es lecker ist, dass, ja, dass die Nährwerte einigermaßen stimmen, viel Gemüse dabei ist und Protein natürlich. Und meine Carbs baue ich meistens so ums Training herum. Ja, das war's. Ich hoffe, wie gesagt, hat es euch gefallen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, eure KK.